Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Letztens hat mir wieder mal einer gefragt, wie ist es eigentlich, Wiener zu sein? Und ich hab gesagt, geschissen, du Arschloch! Ja, Wien wurde wieder zur unfreundlichsten Stadt der Welt gekürt und das, obwohl man in Mexico City beim Brötchenholen erstoßen wird. Aber auf jeden Fall ist der Wiener grundgrantig und es geht dem Wiener grundmäßig viel am Arsch. Mir geht beispielsweise gerade am Arsch, dass in der Wohnung über mir seit einer gefühlten Dreiviertelstunde jemand versucht Klavier zu spielen, aber so und dabei ungefähr dasselbe Talent für Klavierspielen hat wie ich für geschmackvolle Einleitungen zu Reviews und da würde ich ihm irgendwie gerne einen Horrorfilm nach oben wünschen. Irgendetwas, das sein Klavier befällt und ihm dann vielleicht die Finger abhackt. Irgend sowas wie, ja, Halloween, Hannibal, hohoho, Martyrs. Ein Martyrium ist das für mich. Oder, nur um noch ein zweites Beispiel zu bringen, was anderes, das mir am Arsch geht, ist, dass wenn man in Filmgruppen unterwegs ist, man jeden Tag mindestens 30 Mal einen Beitrag liest, der sich anhört wie, hey, was ist der beste Film, den was man auf Netflix schauen tun kann? Wo man sich jedes Mal denkt, oder, find's doch selber raus. Oder macht das nicht dann gleich viel mehr Spaß, weil ich weiß nicht, wie es euch geht und ich meine das jetzt tatsächlich nicht beleidigend diesen Postern gegenüber, aber für mich als Filmsammler und Archivar ist doch irgendwie der Gang zum Regal, dieses liebevolle Herausnehmen, Inhaltsangaben durchschauen, dann wieder reinstellen, denn schau, schauen wir sicher nicht an, warum habe ich das eigentlich überhaupt? Und das wiederholt so lange, bis man dann eh keine Zeit mehr hat, sich einen Film anzuschauen. Wir kennen das alle. Und ich finde eben gerade, dass dieses Forschen, dieses Herausfinden etwas ist, das bei der Filmleidenschaft einfach dazugehört. Und deswegen finde ich es trotzdem auch irgendwie cool, wenn es jemanden gibt, der einem bei diesen Entscheidungen unter die Arme greift. Und deswegen fand ich vom ersten Moment an, wo Kevin Zindler und Matthias Bogner dieses Buch angekündigt haben, nämlich die besten Horrorfilme des 21. Jahrhunderts, ausgesucht und vorgekaut die 150 ihrer Meinung nach besten Horrorfilme, die eben das 21. Jahrhundert respektive die Jahre 2000 bis 2020 herausgebracht haben, übersichtlich und alphabetisch sortieren. Für mich natürlich eine relativ coole Sache zum Durchblättern und schauen, wow, ich kenne eigentlich relativ viel, bis hin zu dann, okay, da sind diese paar kleinen Klassiker und Kracher, die vielleicht auch mir durch die Finger gegangen sind und die ich noch nicht gesehen habe. Ein Buchkonzept, das mich persönlich wahnsinnig angesprochen hat und wo ich jetzt wahnsinnig froh bin, dass ich von Matthias und Kevin tatsächlich von der limitierten Erstauflage, die auf nur 222 Stück limitiert ist und bereits am Vorverkaufstag, also damit mehr oder weniger auch an dem Tag, wo ich dieses Review poste, whoopsie, bereits restlos ausverkauft ist. Aber Anfang Oktober 2022 wird es dann eine Softcover-Neuauflage geben, zwar mit demselben Inhalt, aber eben Softcover und dafür allerdings dann auch frei verkäuflich über Amazon und andere Plattformen. Wir schauen uns in der heutigen Ausgabe von Playzockers Filmbuchcheck aber zuerst einmal die limitierte Sammler-Erstausgabe im Hardcover an und ich freue mich eben drauf, mit euch da jetzt in den nächsten paar Minuten einen genauen Blick drauf zu werfen. Und eins muss man wirklich gleich einmal vorweg sagen, dieses Hardcover ist massiv. Im Format A4 liegt dieses monumentale Werk jetzt hier vor uns und präsentiert, finde ich, mit einer sehr schönen Haptik und auch einer hochwertig anmutenden Hardcover-Verarbeitung hier zuerst einmal auf dem Frontcover ein Cover-Artwork, das wie auch bei einigen der letzten von Wuzi veröffentlichten Bücher von Ezra Zegaye gezeichnet wurde. Und der hat natürlich passend zum Titelthema die besten Horrorfilme des 21. Jahrhunderts hier einige Elemente aus den besten Horrorfilmen des 21. Jahrhunderts zusammen kopiert und Freitag der 13. Aber wir bekommen hier natürlich ein paar Bilder aus Filmen wie Ring, Halloween, Freitag der 13., Texas Chainsaw Massacre, Saw, Dawn of the Dead, Evil Dead,
einige wirklich coole Elemente. Und vor allem mag ich bei dieser Zeichnung, wie man eben die einzelnen kleinen und auch feineren Strukturen teilweise in diesen Charakteren und Elementen sieht. Und vor allem, wie schön diese einzelnen Elemente hier nebeneinander aufgebaut sind. Das macht, finde ich, absolut was her. Auch die Tatsache, dass dieses Motiv eigentlich fast gänzlich in Schwarz-Weiß gehalten ist, nur einzelne rote Farbkleckse, warum gerade rot, auf diesem Cover-Artwork zu sehen sind, das finde ich macht eine Menge her. Außerdem hat das Ganze hier einen schönen Falz, hat einen wirklich sehr schön strukturierten dann und aufgeteilten Spine und bietet natürlich auf dem Backcover dann noch ein weiteres Detail mehr oder weniger dieser Zeichnung hier dann quasi. Der neue Pennywise aus der neuen S-Verfilmung, auch sehr schön von Ezra hier gezeichnet, beziehungsweise dann auf dem Backcover natürlich ein paar Hintergrundinformationen zu diesem Buch, die Inhaltsangabe und so weiter. Wir können jetzt dann an der Stelle einmal in das Buch hineinschauen und bleiben vielleicht einmal ganz kurz hier bei der Inhaltsangabe stehen, sehen eben, dass es neben einem Vorwort und einer Einleitung dann explizit um die 150 besten Horrorfilme des 21. Jahrhunderts geht und dass es dann noch ein quasi Kompendium bzw. eine komplette Liste, unter Anführungszeichen, dazu später mehr, der relevanten Horrorfilme dieser 20 Jahre gibt. Schauen wir zuerst einmal auf die erste Doppelseite, die mich persönlich schon einmal wahnsinnig unterhalten hat. Matthias Bogner und Kevin Zindler beschreiben auf eine wirklich extrem humorvolle und großartige Art und Weise, wie sie zu dem Buch gekommen sind, wie sie miteinander gearbeitet haben. Das ist einfach fantastisch und wirklich, wirklich witzig zum Lesen. Auf der nächsten Doppelseite gibt es dann ein Vorwort von der Schauspielerin Sarah French, die wir beispielsweise bereits vor kurzem in dem Film Blind von Marcel Wald und einigen anderen Produktionen gesehen haben. Dann können wir jetzt einmal zum Hauptteil des Buches vordringen. Und da blätter ich jetzt einfach einmal durch, während ich eben allgemein über das Buch und den Inhalt spreche. Grundsätzlich ist die Optik und die Aufbereitung des Buches in den nächsten 150 Seiten absolut identisch und deckungsgleich. Jeder Film bekommt hier eine Seite spendiert. Da gibt es ein Cover- bzw. Postermotiv zu sehen in diesem, entweder links oder rechts unten, kleinen Kästchen, gibt es dann noch ein paar Informationen zu den Darstellern, dem Regisseur, den Einspielergebnissen und so weiter. Oberhalb von dem Meinungskästchen ist dann die Inhaltsangabe des Films schnell dargestellt und dann gibt es jeweils die Meinung. Und mit Ausnahme von den paar Filmen, wo die Gastautoren Nico Sentner und Tom Burgers ihre Meinung dazu abgegeben haben, lesen wir eben hier die Worte von Matthias und Kevin, die jeweils ihre persönliche Sicht auf diese Filme geben. Aber, und an der Stelle muss man gleich sagen, diejenigen, die vielleicht vorher das ein oder andere Wort bei der Einleitung von Matthias und Kevin gelesen haben, die werden gleich wissen, warum dieser Teil dieses Buches dermaßen unterhaltsam ist. Nein, das ist keine filmwissenschaftliche Abhandlung. Nein, das ist kein trockener Versuch, eine ultraseriöse Filmanalyse und Kritik abzuliefern. Das ist einfach nur Fanservice in diesem Sinne. Von Fans, für Fans, mit Leidenschaft. Und das ist einfach etwas, das mir persönlich dann zum Lesen einfach wesentlich leichter fällt als eine filmwissenschaftliche Abhandlung, die so trocken ist, dass man das Gefühl hat, einem staubt die Sahara aus den Augen, aus den Augäpfeln raus. Wir bekommen hier eine wirklich launisch geschriebene Abhandlung von diesen insgesamt 150 Filmen, was mir persönlich witzigerweise sowohl bei den Filmen, die ich schon kannte, als auch bei den Filmen, die ich noch nicht kannte, Spaß gemacht hat, denn das Ganze ist selbstverständlich angenehm spoilerfrei und man bekommt auch einen sehr guten Ein- und Überblick in eben dieses Genre, das man so liebt. Ja, jeder wird jetzt wahrscheinlich beim Überblättern dieser Seiten irgendwo einen Hacker haben und sowas sagen wie, aber das ist doch kein Horror. Das ist natürlich klar, aber man kann den Begriff Horror wirklich sehr weit dehnen und für viele inkludiert halt eben Horror generell das blutige, abseitige Kino, sei es jetzt ein reinrassiger Fansblätterstreifen, sei es ein Psychothriller, sei es vielleicht auch nur eine Horrorkomödie. All das ist, finde ich, zumindest ansatzweise von diesem Überbegriff des Horrors abgeleitet. Das Einzige, was ich persönlich nicht verstehe, ist, wenn
der schlechteste Zombie-Film des 21. Jahrhunderts, nämlich 28 Days Later, sich in dieses Buch verirrt hat. Aber ich glaube, mit der Meinung stehe ich ziemlich allein da. Das ist, muss ich tatsächlich sagen, ein wirklich sehr schön aufbereitetes Buch. Ich mag die Art eben, wie diese einzelnen Elemente hier auf den filmbezogenen Seiten zusammenpassen und dass das Ganze hier beim Durchblättern einfach wirklich Spaß macht, dass das Buch zwar in Schwarz-Weiß ist, aber, und das ist gerade eben bei den Schwarz-Weiß-Interpretationen, zum Beispiel der ganzen Farbbilder und Farbcover, auch etwas wirklich Anspruchsvolles für den Grafiker, dass der Kontrast einfach trotzdem immer sitzt und passt, dass eben gerade bei den Covern wir nicht einfach irgendeinen dunklen, kontrastarmen Farbgatsch haben, in dem man nichts mehr erkennen kann, sondern dass wirklich jedes einzelne Bild hier absolut perfekt repräsentiert wird und es wirklich einfach Spaß macht, durchzublättern und gezielt vielleicht nach einem Film zu suchen, dass es aber eben auch genauso Spaß macht, jeden Bericht und jede Filmbeschreibung von Anfang bis Ende durchzulesen. Das ist ein wirklich cooles Konzept für einen Film, für ein Buch. Aber wir blättern jetzt einmal durch die letzten Seiten. Und da bekommen wir eben auf 20 Seiten mehr oder weniger die Komplettliste, das habe ich vorher angesprochen, mehr oder weniger das Kompendium sämtlicher relevanter Horrorfilme aus dem Jahr 2000 bis 2020, also mehr oder weniger wahrscheinlich alles, das nicht mit einem iPhone und mit einem Budget über 2 Big Mac gedreht wurde. Das finde ich übrigens tatsächlich wahnsinnig cool, weil auch wenn man natürlich sagen kann, ja, solche Infos findet man ja, aber warum sollte man, wenn man sie auch schön aufbereitet hier in einem Buch haben kann? Und das ist natürlich eben gerade für diejenigen, die Horror-Komplettisten sind oder so wie ich wirklich Sammler, dass man einfach hier auch noch einmal einen Blick drüber werfen kann, ob es irgendwelche für einen selbst relevanten oder aus welchem Grund auch immer interessanten Titel gibt, den man eben noch nicht gesehen hat und den man einfach nachholen möchte. Das ist etwas, das mich persönlich auch sehr freut und das finde ich eben als Ergänzung, als tatsächlich einfach von Epilog bis Appendix, je nachdem wie man es nennen möchte, finde ich die ausführlicheren Filmbesprechungen und Beschreibungen auf den 150 Seiten davor sehr schön unterstützt. Dann gibt es hier auf der quasi letzten Doppelseite noch eine kurze Danksagung, eben einerseits mit Informationen über die beiden Autoren Matthias Bogner und Kevin Zindler und dann auf der linken Seite Danksagungen, bei der mir etwas wirklich ganz besonders deutlich in die Augen fällt. Danke! Danke, Matthias, dass du mich in dem Buch erwähnst. Gut, den Jürs hättest weglassen können. Nein, freut mich wirklich persönlich absolut, dass ich da erwähnt werde und dass ich dir / euch auch ein bisschen unterstützend teilweise unter die Arme greifen kann und eben, so wie ihr es auch am Anfang bis am Ende des Buches immer wieder beschreibt, dieses Leidenschaftsprojekt, das man ja eben wirklich auch gerne begleitet, mitbegleiten darf und da ist in dem Fall wieder von euch beiden ein Buch rausgekommen, das mir persönlich wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und damit kommen wir zum Schluss zu einer etwas schwieriger zu beantworteten Frage, nämlich der nach der Kaufempfehlung für dieses Buch, denn diese limitierte Erstauflage, die ich da jetzt gerade eben in meinen Händen halte, beziehungsweise euch vorher gezeigt habe, ist ja mittlerweile schon ausverkauft, das macht's mit dem Kaufen etwas schwierig, aber falls jemand noch eine Chance hat, diese limitierte Hardcover-Version sein eigen zu nennen, dann würde ich das definitiv empfehlen, ansonsten für all diejenigen, die vielleicht nicht so viel Wert auf die Limitierung legen, beziehungsweise die das Ganze vielleicht lieber im kompakteren Taschenbuchformat haben wollen. Für die gibt es dann immer noch die Ausgabe ab Oktober, die man als Softcover-Taschenbuch dann auch über Amazon zum Beispiel bestellen kann. Ich gehe davon aus, dass wenn diese Version dann erhältlich ist, wir hier auf meinem YouTube-Kanal nochmal ein kleines Upgrade-Review zu diesem Buchprojekt machen können und ich euch eben auch im direkten Vergleich dann die Taschenbuch-Version zeigen kann. Aber eines muss ich abschließend auf jeden Fall trotzdem noch einmal festhalten. Die Idee, die Matthias und Kevin hier in diesem Buch verarbeitet haben, finde ich grundsätzlich relativ cool, vor allem weil sie eben auch nicht diesem typischen Buchfluch unterliegt, dass es dann einfach irgendwann einmal komplett überholt ist. Denn man hat sich hier mit 2 Jahrzehnten beschäftigt, die mittlerweile einfach komplett
abgeschlossen sind und demnach kann da ja auch nichts mehr nachkommen. Das ist eine tolle Idee und ich freue mich dann ehrlich gesagt schon über den, auf den zweiten Teil von diesem Buch, der dann wahrscheinlich irgendwann einmal im Juli 2042 erscheint, aber bis dahin geben wir uns gerne mit dem Buch zufrieden. Das hat mir wirklich zum Lesen, zum Durchblättern viel Spaß gemacht, als tolle Beschreibung, als tolle Sammlung von guten, empfehlenswerten Filmen, von Lexikon bis Enzyklopädie kann man auf dieses Buch eigentlich so ziemlich alles draufschreiben, aber vor allem ist es eines, ein Projekt aus Leidenschaft, ein Projekt von Fans, für Fans und damit eines, das finde ich von einen wirklich, wirklichen Ehrenplatz auch in meinem Regal verdient hat und das nicht nur, weil mein Name hinten drinnen steht. Danke noch einmal.